So, servus und willkommen zu einer neuen Runde Let's Play World of Warcraft. Wie ihr sehen könnt, ist schon wieder Nacht. Ich habe schon wieder nicht geschlafen, aber ich bin schon wieder gut drauf. Woran liegt das? Woran kann es liegen, wenn man gut drauf ist, obwohl man 3 Nächte nicht geschlafen hat? Das Quiz startet jetzt. Die Auflösung kommt in 30 Sekunden. Ich kann mich nicht zurückhalten. Alkohol. Es ist Alkohol. Was müssen wir machen? Wir müssen Greiferzahnleber sammeln. Wir müssen eine Quest abgeben und wir müssen Defias töten. Plünderer der Defias und Ausplünderer. Die Differenz muss mir auch noch mal jemand erklären zwischen Plünderer und Ausplünderer, aber okay. Ich schätze, es gibt eine. Berufsbezeichnung, ich bin Plünderer. Und die ist Ausplünderer. Ich weiß es nicht. Egal. Wir machen einfach. Wir. Oh mein Gott, diese Sinnlosigkeit. Teilweise. Aber ich habe die Unlogik in diesem Spiel schon des Öfteren angesprochen. Und ich werde es auch noch zukünftig tun. Was haben wir hier? Böse Ernte-Dinger. Behüter. Golem. Golem heißen sie. Golem. Komm doch her. Okay, wer ist das? Unwichtig. Alright. Keiner mehr on, der mich interessieren könnte. Insofern können wir in Ruhe zocken. Das ist positiv. Nur so nebenbei. Och, die Quest ist noch gar nicht fertig. Wieso renne ich denn hier hoch? Oh mein Gott. Okay. Okay, okay. Wir müssen hier runter, um Defias zu töten. Und wir killen nebenbei noch Greiferzahnviecher, weil die Teile laut Questbeschreibung Items für uns haben sollen. Ich glaube zwar nicht mehr dran, aber sie sollen es dabei haben. Ja. Haben sie nicht. Naja, es ist typisch. Bei mir droppt nie das, was ich brauche. Deswegen werde ich wahrscheinlich auch 500 Parts bis 80 brauchen. Nein, Quatsch. Nach meiner bisherigen Schätzung werden es, wenn ich alle Instanzen zeige, circa 180, 170 Parts bis 80, bis 70, Quatsch, bis 60, mein Gott, bis 60 sein. Falls das stimmen sollte, spendiere ich mir beim 170. Part, spendiere ich mir da ein Bier. Das ist großzügig. Entschuldigung, ich habe immer noch Husten, wie ich im letzten Teil erwähnte. Insofern müsst ihr eventuelle Huster und Räusperer entschuldigen. Es tut mir wirklich sehr leid, aber ich kann es nicht ändern. Das ist auch dieses scheiß Wetter hier. Es regnet und regnet und regnet und ich kriege keine Luft mehr. Es ist einfach ätzend. Und ich habe mir kein Wasser herbeigezaubert. Natürlich. Und ich hab meinen Timer nicht gestellt. Ich habe Sprachschwierigkeiten, jawohl. Wir müssen eben regeln. Da ist Milch, jawohl. Und ich stell kurz meinen Timer, damit ich weiß, wann ich cutten muss. Mein Gott, Unprofessionalität. Tut mir wirklich leid. So. Weiter. 500 Mal erreicht. Wir zaubern uns erstmal ein bisschen Wasser und Brot herbei. Ja, Wasser, Brot. Und ich kann euch schon jetzt versprechen, dass ich in der nächsten Sendung, das heißt nicht im nächsten Part, sondern in der nächsten Sendung,
definitiv den ersten Dungeon präsentieren werde. Das verspreche ich. Und wenn ich jetzt bis Level 17 questen muss, damit ich diesen beschissenen Dungeon Finder benutzen kann, ich verspreche euch, dass ich im nächsten Teil, Quatsch, in der nächsten Serie spätestens den Dungeon präsentieren kann. Den ersten. Falls ich dieses Versprechen nicht einhalten kann, dürft ihr mir gerne Hassbriefe schicken oder eine überbraten, wie es euch beliebt. Na, nein, das mit dem Überbraten lassen wir, das könnte für eine Strafanzeige gegen mich sorgen, weil ich mich wehre. Egal. Ja. Ich bin gut drauf, ihr merkt es. Ich bin heute extrem gut drauf. Ich habe ein Schlückchen getrunken. Dann bin ich immer ein bisschen sprachlustiger als sonst. Ja. Wobei, jetzt labere ich auch viel mehr Scheiße als sonst. Das ist das Problem dabei. Im Normalfall laber ich halt nicht so viel Scheiße. Jetzt habe ich getrunken und laber viel zu viel Scheiße. Ich müsste theoretisch irgendwann mal ein Zwischending finden, aber ich finde es nicht. Scheiße labern und keine Scheiße labern. Dazwischen muss da irgendwas sein. Wenn wer die Lösung kennt, schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Und wir versuchen weiterhin Geiferzahnleber zu finden. Ich weiß zwar nicht, wie die ganzen Eber hier ohne Leber gelebt haben. Aber sie haben es irgendwie geschafft. Und wir müssen kurz regeln. Und ich kippe mir eben ein Glas nach, während ich regge. Heute trinke ich übrigens jetzt nur noch in Anführungszeichen Baileys Sahnelikör. Ich will nicht mehr dichter werden, weil ich angetrunken genug bin, deswegen trinke ich nur noch Likör, um den Pegel aufrecht zu erhalten. Und da geht er down. Aber ich hätte länger reggen sollen. Egal. Egal. Wir gehen zu den Defias. Ausplünderer der Defias. Wir haben noch viel mehr Quest. Ausplünderer. Geiferzahnleber. Okay. Sprecht mit in Stormwind. In Stormwind. Okay, wir müssen noch das ein oder andere Mal nach Stormwind. Das ist zu weit entfernt. Oh mein Gott, ich hätte euch nicht das Versprechen geben sollen, nächstes Mal den Dungeon, den ersten Dungeon zeigen zu können. Obwohl, ich beeil mich schon, ich beeil mich. Ich will ja nicht so viele Parts mit Questen verschwenden. Habe ich gar nicht mit eingerechnet, wenn ich nur mit einrechne, dass ich Instanzen renne und noch PvP-Gebiete zeige, präsentiere, dann werden das viel mehr Parts als 180, 170. Dann werden das mindestens 210. Also, ich korrigiere meine Wette auf 210, nur um das festzuhalten. Wir müssen... Oh mein Gott. Dieser dreckige Husten. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid für jedes Mal Husten. Aber ich kann es nicht ändern. Ich muss ja trotzdem irgendwie aufnehmen. Ich kann ja nicht irgendwie die Aufnahmen stoppen eine Woche lang. Nur weil ich ein bisschen Husten habe. Das geht ja nicht.
Und wir... Oh, endlich mal ein Mana-Trank. Endlich mal ein Mana-Trank. Danke schön dafür. Und wir müssen in das Dorf rein und Defias töten. Und... Oh, da ist ein Magier. Da ist ein Magier, der Defias. Und zweimal. Oh mein Gott. Falsche... Nein, nein. Nein, nein, das war der falsche Trank. Und da ist... Oh mein Gott. Ja, Leute, unser erster Tod. Ich habe mich verklickt. Ich wollte den Heiltrank nehmen und dann wegrennen. Oh mein Gott. Wir machen an dieser Stelle eine kurze Trauersequenz und einen Cut. Bis gleich.